Lügner voraus? Illusion voraus? Ja, das stimmt nämlich allerdings, dass hier eine Illusionswand ist. Ah, komm. Ich heile mich nochmal. Grüne Blüte, weil hinter dieser Illusionswand ist noch eine. Kurz gesagt, Geheimnis voraus. Und dieses Geheimnis ist der Pursuer. Ja, wer hätte das gedacht? Wow. Ja. Trinken. Ausweichen. Ausweichen. Und wir haben keine Ausdauer mehr. Au. Schnell trinken. Töten. Wow. Der Pursuer hier oben ist garstig. Aber ich kann euch beruhigen, das war der letzte Pursuer. Hier in der verlassenen Festung. Direkt oberhalb des Hofes, wo wir ihm das erste Mal hier begegnet sind. Festigender Knöchelring. Ja, und hier wäre der Weg zurück. Den nehmen wir allerdings nicht. So, ich habe den Pursuer besiegt. Heile ich mich nochmal. Das heißt, bevor ich da rüber hüpfe, da kann man nämlich rüber hüpfen, wie man sehen kann. Und kann auch dort unten lang gehen. Da hinten ist nämlich noch was zum Aufsammeln. Will ich erst das nächste Leuchtfeuer aktivieren. Dass ich das Ganze hier nicht nochmal machen muss. So. Und ich öffne mal diese Tür für euch. Für Tada-Käfige. So, ich kann hier öffnen. Erst einmal. Dort oben ist ein Armbrustschütze und hier hinten ist ein Königsschwertkämpfer versteckt. Der sogar mal einen Lebensstein droppt und noch mehr Lebenssteine. Ja, der Armbrustschütze, da ist unser nächstes Ziel. Und die hier sind komischerweise nicht so aggressiv. Also in Dark Souls 2 waren sie immer aggressiv. Grund ist der Jung hier. Eine Statue blockiert euch den Weg, der das Leuchtfeuer bewacht. Wenn man ihn sich genauer ansieht, der sieht nicht so aus wie eine normale Hülle. Das ist nämlich ein NPC, den wir erst entsteinern müssen. Hier können wir das erste Mal den Festungsschlüssel benutzen. Fossiler Drachenknochen, Feuerbomben. Versucht angreifen, Feind voraus. Ja, und hier ist ein weiterer Weg nach unten. Auf diese Brücke. Den Festungsschlüssel findet man normalerweise auch erst später. Das heißt, das da oben könnte man später plündern erst. Also in Dark Souls 2 im Normalen. Den findet man nämlich erst an einer richtig gemeinen Stelle. Und eigentlich braucht man den Festungsschlüssel fast schon. So. Weg mit dir. Dann gehen wir hier durch die Nebelwand. Und haben den Sünderhügel erreicht. Wir sind also nicht mehr in der alten Festung.
sondern eine Etage höher. Und wir hören schon wieder Geschrei. Dort sind nämlich noch mehr Gargoyles. Das ist übrigens auch ein bisschen anders als in Dark Souls 2 im Original. Die Gargoyles bemerkt man das erste Mal nämlich erst, wenn man hier hochkommt. Also die vorhin, die wir gesehen haben, die Gargoyles, die sind da gar nicht aufgetaucht im Original. Und hier ist nur ein einziger aufgetaucht im Original Dark Souls 2. Und die sind nach da hinten geflogen, auf die völlig andere Seite der Festung. Um anzudeuten, dort ist noch etwas versteckt. So, das Leuchtfeuer aktivieren wir. Entzünden es aber nicht. Wir entzünden hier nur eine Fackel, um hier das Turmleuchtfeuer anzuzünden. Und dann geht es erst einmal wieder zurück, nämlich zu der Stelle, wo ich den Pursuer jetzt gerade das letzte Mal getötet habe. Also ja, jetzt sind wir erst einmal eine Weile vom Pursuer verschont. Einfach weil wir mit der Festung jetzt größtenteils durch sind. Wir müssen jetzt nach unten. Müssen hier wieder raus. Und hier kommt jetzt ein gemeiner Sprung. So. Flammenschmetterling und eine Fackel. Und jetzt hier ganz vorsichtig. Hier. Also ja, ich halte die Gen-Taste gedrückt. Ich spiele ja wieder mal mit Maus und Tastatur. Das ist bei mir dann die Alt-Taste. Für all diejenigen, die es immer noch nicht glauben, dass man Dark Souls mit Maus und Tastatur spielen kann. Und dann geht es hier hin zu dem Gegenstand. Das ist nämlich die Seele eines tapferen Kriegers und ein Goldschwingschild. Versucht Sturzangriff. Ja, warum nicht? Das ging voll daneben. Oh. Ich renne einfach. Ich habe keine Lust. Ich renne einfach. So. Wir haben wieder eine Estus-Flakor-Scherbe. Habe ich die gar nicht eingesetzt? Das kann gut möglich sein, dass das noch die ist von dazwischen. Da bin ich selber dran schuld. Tülülü. Wir haben außerdem die Seele des Ruinenwächters. Die habe ich noch gar nicht vorgelesen. Die Seele des Ruinenwächters, eine Schöpfung des Wärters, also des Wärters der Verlassenen, der alten Festung hier. Der Ruinenwächter ist körperlos. Er ist lediglich eine leere Seele, die in einer Rüstung haust. Ja, muss die besondere Seele, um irgendwelche Sachen zu erhalten. Schön und gut. Hier ist nichts Besonderes, hier auch nicht. Hier haben wir das Goldschwingschild. Das hat, glaube ich... Ja, damit kann man Zauber durch Parieren abwehren, aber so toll ist das Schild nicht, weil es ziemlich geringe physische Verteidigung hat. Und ansonsten stimmt alles soweit. Das heißt, wir reisen nach Majula. Also wir müssen uns merken, wir brauchen noch zwei vom Pharos Wahrheitsver... Vom Pharos Lockstone, ich nehme lieber den englischen Namen, der deutsche klingt so komisch, um in der Festung noch zwei von den Apparaturen zu aktivieren. So, Scherbe abgeben. Ja, Flakor verstärken. Damit sind wir, glaube ich, schon auf 7 hoch. Nur wie man gesehen hat, bringt uns das nicht immer was. So, zweimal Vitalität jetzt, dass ich Vitalität auf 20 kriege. Und als nächstes dringend Ausdauer. Und ich würde sagen, der Uhr nach zu urteilen. Ja, kaufen wir bei ihr hier. Noch ein paar Lebenssteine.
Auch wenn wir wieder 28 haben, sollte ich erstmal Pfeile kaufen. Damit die Pfeile ja doch auch langsam ausgehen. I knew you'd be. Reparieren wollte ich nicht. Ich wollte mal gucken, ob ich was verbessern kann. Den Kurzbogen könnte ich theoretisch verbessern. Ich kann mir aber bei MacDuff einen Langbogen mal kaufen. Der ist dann besser als der Kurzbogen. Nein. Doch, Gegenstand kaufen. Ich wollte Pfeile kaufen. Nämlich hier, man sieht, Eisenpfeile hat er nur 50 Stück. Und die kaufe ich auch alle 50. Und für den Rest... Nee, das ist zu viel. Machen wir mal 50 Holzpfeile. 50. So. Jawohl. 50 Holzpfeile. I'll be around. Und für den Rest kaufe ich mir jetzt noch Lebenssteinchen. Bye. Ja, ich kaufe ja was. So, 4 Lebenssteine. Thank you. Und das war's dann. So, wir können jetzt nur noch am Sünderhügel hier fortfahren. Und das hier ist das Salzfort übrigens. Das ich vorhin angesprochen habe, was ich verraten habe. Ach, was ich euch noch zeigen kann. Was ich noch gar nicht gezeigt habe, das dürfte ich in den 4 Minuten schaffen. Ist der letzte Weg, den es noch gibt. Also ja, wir haben jetzt den Weg hier abgeschlossen. Im weiteren verlorenen Riesen. Wir sind dort in Richtung Pfeil des Flammenturm gegangen. Wir haben dort das Loch. Und was wir noch haben, ist dieser Weg hier. Den will ich aber nur mal ganz kurz ankratzen. Hier können wir nämlich auch noch durch eine Turmruine gehen. Hier lang. Und treffen dort auf jemanden mit einem blauen Schwert. Hey du. Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see, by this god awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. Also ja, das hier. Den Jungen hier könnte man als Reinkarnation von Sigmeier aus Katharina, also den Zwiebelritter, bezeichnen. Ariel von einer Statue hier. Die Türen hier werden jetzt mal dezent ignoriert. Genau, eine Statue hier, die vor dem Schalter steht. Eine Statue blockiert euren Weg. Und ohne diesen Schalter können wir nicht weiter durch diese Tür. Und man hört dahinter schon einen Basilisken. Gut, die Türen ignoriere ich. Und das Fass. Und red nochmal mit ihm hier. So, that's you. Gives me the willies. You stare at it for long enough. It starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real life person was turned to stone, do you? Na, nachdem wir schon 2 Hüllen entsteinert haben, 3 sogar, einen in der Niemandswerft, einen in der alten Festung und einen im dazwischen, glaube ich schon, dass das eine versteinerte Person ist. Und mehr hat er nicht zu sagen. Also ja, das hier ist der 4. Weg. Und das sollte auch der letzte Weg weiter sein, wobei man sie etwas früher entsteinern sollte. So, erst einmal geht's hier wieder zurück. Nach Majula. So konnte ich euch das wenigstens noch zeigen, bevor ich die Aufnahmesession abschließe. Also wieder nach Majula zum Leuchtfeuer. Also ja, wir haben noch ziemlich viele Wege offen. Aber als nächstes machen wir den Sünderhügel. Gut, dann würde ich mal sagen, gibt es hier erst einmal einen Cut.
Also, bis zum nächsten Mal.